Hallöchen ihr da draußen und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich euch wieder 5 Dinge mitgebracht, die man nicht sagt, und zwar im Schwimmbad. Denn die Schwimmbadsaison geht jetzt wieder los, das Wetter wird schöner. Und ja, es gibt so Dinge, die sagt man im Schwimmbad einfach nicht. Let's go! Was? Alle Liegen sind schon mit einem Handtuch besetzt? Ach, scheiß drauf, ich lege mich einfach auf die Steine. 4,50 für eine kleine Portion Pommes? Boah, das ist ja mega günstig, was für ein Schnäppchen. Mach gleich 2 Portionen draus. Also die Schlange dort an der Rutsche, die ist viel zu kurz, da stelle ich mich jetzt nicht an. Entschuldigung, könnten Sie Ihrem Kind bitte sagen, dass es ein bisschen lauter schreien sollte? Bitte, weil es ist so leise, Ihr Kind, bitte, das muss lauter schreien. Überfüllte Duschen? Geil. Wer braucht schon Privatsphäre? Mein Gott. Genau, das waren 5 Dinge, die man im Schwimmbad nicht sagt. Wenn ihr noch mehr Dinge habt, die man im Schwimmbad nicht sagt, dann haut in die Tasten und lasst einen Kommentar da. Yay. Ich freue mich. Denkt immer dran. Wer den Kopf weglässt, schleift im Dreck. Immer maximal denken. Ich bin raus für heute. Bis dann und tschüss. Ich bin voll raus aus der... Wie nennt man? Aus der Materie. Tschüss!